Die Agnellis, ein Imperium erbaut mit Fiat-Autos. Während sich Italiens Straßen mit Fiats füllten, schufen die Agnellis eine Familiendynastie von unvergleichlicher Macht. Die Familie hatte eine Macht, mit der überall in der italienischen Wirtschaft gerechnet werden musste. Gianni Agnelli, der Playboy und Magnat, der Fiat 37 Jahre führte, war der ungekrönte König Italiens. Doch das hatte seinen Preis. Kriegszerstörungen, früher Tod und terroristische Angriffe hinterließen tiefe Spuren. Die Probleme und Erfolge der Firma spiegeln die Probleme und Erfolge Italiens wider. Alle hielten sie für tot, doch sie kamen wieder. Je mehr man sie schlug, desto stärker wurden sie. Die Fiat-Familie, Ikonen nationalen Wohlstands. Die Agnellis. Am 10. Oktober 2005 lag der 28-jährige Lapo Elkann, Enkel von Gianni Agnelli und Erbe des Fiat-Vermögens, bewusstlos in einem Turiner Krankenhaus und musste künstlich beatmet werden. Alle waren im Krankenhaus. Die Familie musste sich durch die Journalisten kämpfen. Lapo Elkann war der Presse gut bekannt. Der begehrte Junggeselle war mit dem Filmsternchen Martina Stella liiert. Sie waren wie der Prinz und Aschenputtel. Ganz Italien liebte sie. Er hatte gerade eine erfolgreiche Kampagne initiiert, um das angeschlagene Image der Firma aufzupolieren. Er hatte Sweatshirts, Hemden und Gadgets mit dem Namen Fiat entworfen. Er konnte ein Image verkaufen. Er war ein Publicity-Mensch. Lapo Elkann hatte an der Markteinführung von Fiats Grande Punto mitgewirkt. Sein älterer Bruder John kümmerte sich um die Geschäftsstrategie. John und Lapo hatten die unterschiedlichen Seiten der Persönlichkeit Agnellis geerbt. John Elkann war zäh, entschlossen und arbeitete hart. Lapo ist der Star. Er ist ein begeisterter junger Mann, der auf der Bühne stehen will. Es schien eine perfekte Mischung der besten Talente zweier Kronprinzen. Doch nun war Lapos Rolle bei Fiat in Gefahr. Sein Koma beruhte auf einer Überdosis Kokain und Heroin. Doch nicht die Drogen erregten das meiste Aufsehen, sondern der Ort, wo man ihn fand. Alle dachten, es sei die Wohnung von Martina Stella. Dann kam heraus, dass sie Donato Brocco, alias Patrizia, gehörte. Ein Transvestit und Prostituierter, der Lapos Leben rettete, weil er ganz schnell den Krankenwagen rief. Nach 3 Tagen erwachte Lapo. Das Land atmete auf, aber es fragte sich, ob die junge Generation der Agnellis je die Qualitäten von Fiats großem Gründer erreichen würde. Das Fiat-Imperium wurde 1899 von dem 32-jährigen Kavallerieoffizier Giovanni Agnelli begründet. Seine Familie waren reiche Grundbesitzer in der Nähe Turins. Giovanni Agnelli ging nach Verona, wo er Clara Boselli heiratete. Er beschloss, sich in das Abenteuer der aufstrebenden Automobilindustrie zu stürzen. Agnelli und eine Investorengruppe brachten Kapital auf und unterschrieben ein Dokument zur Gründung einer Autofabrik, 4 Jahre vor Henry Ford. Sie nannten es Fabbrica Italiana Automobili Torino, FIAT. Agnelli wurde Manager und Aufsichtsratsvorsitzender der Fabrik. Fiat wuchs schnell. Hilfreich war dabei Agnellis Freundschaft mit Giovanni Gilotti, einem liberalen Premierminister Italiens, der die industrielle Entwicklung förderte. In den ersten 15 Jahren seiner Existenz wuchs die Belegschaft von Fiat von 150 Arbeitern auf 4000 zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Bei Kriegseintritt gab die Regierung Fiat einen Blankoscheck.
Fiat war nun nicht mehr nur eine Autofabrik, sondern auch eine Waffenfabrik und eine Fabrik für Eisenbahnteile und wird zum größten Industrieunternehmen in Italien. Fiat macht aus der kleinen Provinzstadt Turin eine riesige, vielleicht die größte Industriestadt Italiens. Und das lag allein an Fiat. 1916 eröffnet Agnelli in Lingotto außerhalb von Turin eine neue Fabrik mit einem Testgelände auf dem Dach. Am Ende des Krieges war Fiat das drittgrößte Industrieunternehmen Italiens. Doch der Erfolg brachte neue Herausforderungen. In Italien war der Kommunismus auf dem Vormarsch. Überall wurde die Produktion von Streiks unterbrochen. Manche fürchteten, Italien stehe kurz vor einer Revolution. Ein junger Politiker namens Benito Mussolini nutzte die Situation aus. Seine faschistischen Schläger gingen mit Knüppeln auf die Demonstranten los, um Recht und Ordnung herzustellen. 1922 wurde er Premierminister. Als sich 1926 der Faschismus als System etablierte, wurde auch Giovanni Agnelli widerstrebend Faschist. Die Agnellis sagten, Fiat ist immer auf der Seite der Regierung, egal wer an der Macht ist. Mit der Unterstützung des Diktators blühte Fiat weiter auf. Die Firma erhielt Regierungsaufträge und erwarb die einflussreiche Zeitung La Stampa. La Stampa wurde eine sehr ausgewogene und aufgeschlossene Zeitung und vertrat eine progressive Position, natürlich nur, solange es nicht um die Autoindustrie ging. In den 30er Jahren gab es durch die Massenproduktion einen Schub für Fiat. Giovanni Agnelli besuchte Henry Fords Fabrik und kopierte seine Fließbandtechnik. Die wichtigste Entscheidung dabei war, ein sehr kleines Auto zu bauen, den ersten italienischen Cinquecento, der in der Welt als Mickey Mouse bekannt wurde. Die kleine Maus, der Topolino, wurde ein Riesenerfolg. Fiat war in der Autoindustrie eine absolut dominierende Kraft. Und deshalb verdiente die Familie Agnelli ebenso wie Henry Ford eine Menge Geld. Als die Profite stiegen, begann Fiat mit dem Bau einer weiteren Anlage in Mirafiori. Mitte der 30er Jahre war Agnelli, nun in seinen 60ern, der wichtigste Industrielle Italiens. Er fing an, über seine Nachfolge nachzudenken. Er erwartete, dass sein Sohn Edoardo das Familiengeschäft übernehmen würde, doch der war mehr an der High Society und Sport interessiert. Er kaufte das Juventus-Team und machte es zum Besten Italiens. Von 1930 bis 1935 wurden sie Meister. Edoardo begründete auch ein populäres Skigebiet bei Sestriere in den Alpen nahe bei Turin. Am 14. Juli 1935 stürzte der 43-jährige Edoardo mit einem Flugzeug bei Genua ab. Agnelli starb sofort. Man brachte ihn in das Krankenhaus von Genua, wo ihn sein Vater sehen sollte. Der verbrachte einige Minuten in völliger Stille bei der Leiche seines Sohnes und ging dann. Es war vermutlich der schlimmste Moment in seinem Leben. Dieser sehr plötzliche Tod von Edoardo Agnelli brachte die dynastische Linie durcheinander. Es gab keine anderen Verwandten, die bereit waren, die Verantwortung zu übernehmen. Von diesem Augenblick an richteten sich alle Hoffnungen Giovannis auf Edoardos ältesten Sohn, den 14-jährigen Giovanni mit dem Spitznamen Gianni. 10 Jahre lang sollte der autokratische Großvater nun seinen Enkel abwechselnd verwöhnen und formen, um ihn auf den Job vorzubereiten, der ihn schließlich zum ungekrönten König Italiens machen würde. Giovanni Agnelli machte seinen Enkel Gianni zu seinem Erben, als dessen Vater 1935 starb. Hin und her pendeln zwischen dem Landgut und dem Stadthaus wuchs der junge Gianni umgeben von Luxus unter den wachsamen Augen seines Großvaters auf.
Gianni Agnelli sprach von seinem Großvater mit großer Bewunderung. Ich glaube, er war die wichtigste Person in seinem Leben. Selbst der ernste Giovanni konnte die gute Laune des Jungen und seiner 6 Geschwister nicht trüben. Alle Agnellis lieben es, Scherze zu machen. Sie waren Kinder, die sehr privilegiert aufwuchsen, und sie wussten das. Aber sie waren unerträglich, wie es alle Kinder sein können, wenn sie sehr reich und sehr frei aufwachsen. Wenn die Disziplin von den Gouvernanten kommt und nicht von den Eltern. Gianni war kein besonders guter Schüler. Als er das Gymnasium beendet hatte, schickte ihn sein Großvater auf eine Tour durch die USA. Er kam als Gast der Familie Rockefeller in die USA und er wollte das Apollo-Theater besuchen und nach Harlem gehen, um das Leben zu sehen. Er hat mir immer gesagt, dass sein erster Besuch in Manhattan die beste Zeit seines Lebens war. 1940 war Gianni Agnelli Jurastudent an der Universität von Turin. In diesem Jahr wurde seine Ausbildung unterbrochen, da Italien als Alliierte Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Giannis Großvater wollte nicht, dass er am Krieg teilnahm. Er wollte ihn schützen und verteidigen. Aber Gianni sah das anders. Er hatte ein großes Pflichtgefühl. Also entschied er, in den Krieg zu ziehen, wie alle anderen jungen Männer seines Alters. Er war in der Kavallerie, das heißt im Panzer an der Front. Im Krieg versorgte Fiat die italienische Armee mit Lastwagen, Maschinengewehren, Flugzeugen und Krankenwagen. Alliierte Bomben zerstörten viele der Fiat-Fabriken. 1943 kapitulierte Italien in Nordafrika und Mussolinis Regierung brach zusammen. Giovanni bot den Alliierten seine Hilfe an. Sie arbeiteten über den Geheimdienst zusammen. Agnelli erreichte, dass zwar ausgewählte Ziele in Turin bombardiert wurden, doch Fiat verschont wurde. Sie waren in einer Position, in der sie beide Seiten gegeneinander ausspielen konnten. Egal wie es ausging, sie würden in einer starken Position sein. Das Kriegsende 1945 versprach die Rückkehr zur Normalität. Doch dann zwang die italienische Nachkriegsregierung zum Entsetzen der Agnellis den alten Giovanni, Fiat wegen seiner Verbindungen zu Mussolini, zu verlassen. Giovanni Agnelli zieht sich in die Hügel zurück und schaut hinunter auf Mirafiori, die Fiat-Fabrik, in die er nicht mehr hinein darf. Und er denkt, das habe ich geschaffen, all das. Und jetzt kann ich da nicht hin. Ende 1945 starb er, im Grunde an gebrochenem Herzen. Für Fiat war das eine neue, beispiellose Krise. Wer sollte Fiat führen? Gianni war zu jung, er war 24. Er hatte keine Erfahrung mit dem Geschäft und er konnte ein großes Unternehmen wie Fiat nicht führen. Es gab für Fiat nur eine Möglichkeit und das war Vittorio Valletta. Vittorio Valletta, der bei Giovanni Manager gewesen war, übernahm die Leitung. Ein paar Jahre nach Kriegsende lag Fiats Anteil am italienischen Automobilmarkt bei etwa 90%. Das heißt, sie spielten im Autogeschäft in Italien sogar eine bedeutendere Rolle als General Motors in den USA. Mit Valletta am Steuer von Fiat konnte Gianni nur dem Rat seines Großvaters folgen. Er sagte ihm 1945, dass die Dinge im Zweiten Weltkrieg, besonders gegen Ende, so schwierig und so schrecklich gewesen waren, dass Gianni nun, da der Krieg vorbei war, sich etwas vergnügen sollte. Er gab ihm einen jährlichen Scheck über 1 Million und sagte, nun amüsier dich. Gianni nahm seinen Großvater beim Wort. Er spielte im Casino in Monte Carlo, er segelte auf Yachten und feierte Feste mit den Reichen und Schönen. Seine Begleiter waren die legendären Playboys dieser Zeit. Ali Khan, Porfirio Rubi Rubirosa, Errol Flynn und Prinz Rainier von Monaco. Umgeben von den schönsten Frauen der Welt. Er schlief mit Anita Ekberg, dem größten Sexsymbol der 50er und 60er Jahre.
Eine besonders enge Gefährtin war die junge geschiedene Pamela Digby Churchill. Sie war die Schwiegertochter von Winston Churchill. Sie hatte seinen Sohn geheiratet und hatte ein Kind, den Enkel Churchills. Sie war sehr intelligent und hatte ein Gespür für soziale Beziehungen. Ihre Verbindungen, ihre Stilsicherheit und ihre politischen Ansichten hinterließen bei Gianni einen tiefen Eindruck. Sie machte ihn mit der High Society in Europa bekannt. Man kann also sagen, dass Pamela Digby die etwas seltsame Erziehung des jungen Giannis vervollständigte. Die Romanze soll 1952 mit einem Streit geendet haben, woraufhin Agnelli mit seinem Ferrari losraste und einen Unfall hatte, bei dem er sich das Bein 6-mal brach. Sein Bein war steif von der Hüfte bis zu seinem Fuß. Es war schwer für ihn, zu schwimmen, Ski zu fahren und all die Dinge zu tun, die er gerne tat. Aber er machte sie trotzdem. Physisch gesehen war er ein tapferer Mann. Für Gianni war der Unfall wohl ernüchternd. Innerhalb eines Jahres gründete er eine Familie. Die Braut, die er sich suchte, war eine italienische Prinzessin, die als Fotografin für Vogue gearbeitet hatte. Sie hieß Marella Caracciolo di Castagneto. Es wurde von ihr gesagt, dass sie eine wunderbare Figur hatte und den längsten Hals Europas, wie für Schmuck gemacht. 1954, 7 Monate nach der Heirat, wurde ihr Sohn Edoardo geboren, die Tochter Margherita ein Jahr später. Der Playboy spielte eine neue Rolle, die des Ehemanns und Vaters. Aber er war noch nicht bereit, die Rolle zu spielen, für die er geboren war. Vorstand von Fiat. Das war auch nicht notwendig, denn der alte Vittorio Valletta führte Fiat ausgezeichnet. 1957 war er es, der das berühmteste Auto einführte, das Fiat je baute, den neuen 500er. Die Hälfte der Italiener aus meiner Generation ist vermutlich auf dem Rücksitz eines Fiat 500 gezeugt worden. Und es war ein äußerst kleines Auto. Aber wir waren jung, gewandt und geschmeidig. Leidenschaft und Hormone können eine Menge Komfort ersetzen. 20 Jahre lang war Vittorio Valletta bei Fiat nicht zu stoppen. Schließlich mit 83 sah er ein, dass es Zeit war, abzutreten. 1966 beschloss er, von der offiziellen Verantwortung als Präsident von Fiat zurückzutreten. Und Gianni Agnelli konnte sein Nachfolger werden. Als Agnelli vor Fiats Aktionären stand und verkündete, er würde am 30. April 1966 Präsident werden, fragte sich wohl jeder, er eingeschlossen, ob der charmante Playboy geeignet war, das größte Unternehmen Italiens zu führen. 1966 wird der 45-jährige Gianni Agnelli Präsident von Fiat, dem 5. Autohersteller der Welt. Giannis Bruder Umberto ist leitender Angestellter. Italien befindet sich in der Mitte eines Nachkriegsbooms. Und Fiat, inzwischen ein riesiges internationales Unternehmen, treibt diesen Boom an. Fiats Blütezeit war die Nachkriegszeit, als ganz Italien plötzlich dieses Wirtschaftswundergefühl erlebte. Als 1945 der Gründer Giovanni Agnelli starb, produzierte Fiat 3.260 Autos im Jahr. Jetzt liefen pro Tag mehr Autos vom Band. Tochtergesellschaften von Fiat bauten Minen, schmiedeten Stahl und betrieben Anlagen von Pakistan bis Brasilien. Sogar in der Sowjetunion hatte Fiat eine Fabrik eröffnet. Auch Gianni als öffentliches Gesicht von Fiat war dabei. Er war der perfekte Charmeur. Er kam mit jedem klar. Er war ein wunderbarer Botschafter der italienischen Autoindustrie und ein wunderbarer Botschafter des guten Willens für Italien beim Rest der Welt. Er tauchte immer im Nadelstreifenanzug auf, in dunkelgrau oder dunkelblau. Manchmal trug er aus Spaß seine Uhr über den Manschetten. Sein etruskisches Gesicht, dieses Sphinx-Gesicht, der gerade Mund fast ohne Lippen, das Lächeln, das maskulin und feminin zugleich war, all das machte ihn äußerst attraktiv. Fast überall, wo er war, stand er im Scheinwerferlicht.
Agnellis Traum war es, Fiats Marktanteil nach General Motors und Ford zum drittgrößten der Welt zu machen. Eine Methode war, Beteiligungen zu erwerben und andere italienische Autofirmen aufzukaufen. 1967 erwarb Gianni Auto Bianchi, 1969 Lancia und dann eine Mehrheitsbeteiligung bei Ferrari. Der Traum, General Motors und Ford den Rang streitig zu machen, schien in Reichweite. Aber es gab wachsende Schwierigkeiten, die Gianni Agnelli nicht lösen konnte. Zum einen war die Struktur des Managements sehr starr und altmodisch. Gianni wollte das ändern. Fiat hatte immer noch die Struktur einer Pyramide. Er versuchte, gemeinsam mit seinem Bruder Umberto, unabhängige, individuelle Geschäftseinheiten zu schaffen. Es war ein sehr langer Prozess, denn die alte Garde des Managements war gegen ihn. Wegen dieser internen Organisationsschlacht fiel Fiat zurück. Sie versäumten, die Fabriken zu modernisieren und brachten nur mäßig gute Autos heraus. Mit dem Ruf fielen auch die Verkaufszahlen. Manches an dem Niedergang hatte vielleicht auch mit den großen Arbeitskampfproblemen aufgrund des Wiedererwachens der Kommunistischen Partei Italiens zu tun. Den Kommunisten gelang es, die Gewerkschaften unter ihre Kontrolle zu bringen. Und sie wurden die größte Partei des Landes. Mit von Kommunisten beherrschten Gewerkschaften wurde die Produktion immer wieder von Streiks behindert. Es gab andauernd Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften und dem Management. Doch das führte nicht zu einem dauerhaften Arbeitsfrieden. Die Gesetze machten es so gut wie unmöglich, Arbeiter zu entlassen. So hatten sie absolute Freiheit, die Arbeit zu sabotieren. Und auch als es schien, dass die Lage bei Fiat nicht mehr schlimmer werden konnte, sie wurde es. 1974 kam die OPEC. Die Ölpreise stiegen von $2,50 pro Barrel auf $12,50, später auf $35. Die Benzinpreise in Italien stiegen wie überall in die Höhe und die Verkaufszahlen von Fiat fielen in den Keller. In den ersten Monaten des Jahres 1974 fielen die Verkaufszahlen von Fiat um 40%. Doch die Produktionskosten stiegen weiter an. 1975 gab Agnelli den Forderungen der kommunistischen Arbeiterführer nach und erhöhte den Lohn um 20%. Leider stieg die Inflation in Italien genau in dieser Zeit um 20%. Und als Resultat liefen die Löhne der Inflation immer noch hinterher. Das besänftigte die Gewerkschaften nicht. Und die erhöhten Kosten brachten Fiat fast um. In den frühen 70ern war Fiat in Ungnade gefallen. Es ging abwärts. Fiat brauchte dringend Bargeld. Da meldeten sich Vertreter eines Investoren, der in Petrodollars schwamm. Muammar Gaddafi, das Staatsoberhaupt von Italiens ehemaliger Kolonie Libyen. Gianni Agnelli hielt eine Pressekonferenz und sagte, wir werden 10% des Unternehmens an Muammar Gaddafi, den Diktator von Libyen, verkaufen. Einen der wichtigsten Unterstützer des Terrorismus in Nordafrika. Es war einfach irre. Alle flippten aus. Selbst Agnellis eigene Zeitung kritisierte das Geschäft. Agnellis Zeitung La Stampa brachte eine sehr boshafte Satire auf Oberst Gaddafi, der Agnelli daraufhin sagte, wenn Sie den Herausgeber nicht feuern, ziehe ich mein Geld zurück. Gianni Agnelli, und das ehrt ihn, sagte, nein, über meine Zeitung entscheide ich. Sie entscheiden über Ihr Öl. Wenn Sie nicht wollen, lassen Sie es. Aber er blieb bei Fiat. Fiat benötigte Gaddafis 415 Millionen dringend. Aber der Partner, der ein Retter schien, sollte Fiat bald mehr als nur Profite kosten. In den 1970er Jahren kämpfte Gianni Agnelli, der Präsident von Fiat, darum, das größte Industrieunternehmen Italiens im Gleichgewicht zu halten. Denn der Autohersteller geriet durch immer neue Lohnerhöhungen und fallende Verkaufsziffern in die Krise. Doch es kam noch schlimmer.
Marxistisch beeinflusste Terroristen, die sich Rote Brigaden und Primera Linea nannten, infiltrierten die Fabriken von Fiat und sorgten für ständige Störungen. Ihr Ziel war es, den nach ihrer Ansicht imperialistischen Staat der Multis zu zerstören. Dessen Hauptsymbol war Fiat. 1978 entführten die Roten Brigaden völlig unerwartet Aldo Moro, den mächtigsten Politiker Italiens. Seine beiden Leibwächter wurden erschossen. Er wurde entführt und 55 Tage lang gefangen gehalten. Niemand konnte ihn finden. Schließlich wurde er tot auf dem Rücksitz eines Autos gleich neben dem Hauptquartier seiner Partei gefunden. Das Land war in Angst versetzt. 27 Fiat-Manager wurden durch Angriffe der Roten Brigaden verletzt, 4 erschossen. Die Agnellis konnten jederzeit die Nächsten sein. Die Agnelli-Familie hatte große Angst. Sie fuhren in gepanzerten Fiats herum und beschäftigten eine kleine Armee von Sicherheitsleuten. In dieser Zeit bewiesen Gianni und sein Bruder Umberto ihren wahren Charakter. Können Sie sich vorstellen, was für eine fette Beute sie für Terroristen darstellten? Trotzdem weigerten sie sich immer, Turin zu verlassen. Sie lebten ihr alltägliches Leben, brachten ihre Kinder zur Schule, gingen jeden Tag ins Büro. Gianni Agnelli sagte mir einmal: Mein Platz ist hier. Ich war im Krieg ein Offizier bei der Kavallerie. Es war nicht schön, aber ich blieb an meinem Platz. Und jetzt ist mein Platz hier und hier ist meine Front. Es gab Hinweise darauf, dass gewisse Fiat-Arbeiter für die terroristischen Angriffe verantwortlich waren. Aber Fiat konnte sie nicht einfach entlassen, denn das Unternehmen hatte nicht das Recht dazu. 4 Jahrzehnte lang war die italienische Regierung bereit, Fiat zu helfen. Entweder mit speziellen Gesetzen, um den Kauf von Autos zu erleichtern, oder durch die Finanzierung des Baus neuer Fabriken. Aber dafür durfte kein Arbeiter entlassen werden, denn ein entlassener Arbeiter wird immer gegen die Regierung stimmen. Also wurden Gesetze erlassen, die es Fiat immer schwerer machten, nicht benötigte Arbeiter zu entlassen. Am 21. September 1979 wurde ein bekannter Fiat-Manager in einem Turiner Café erschossen. Gianni beschloss, drastische Schritte zu unternehmen, Gesetze hin oder her. Verdächtige Fiat-Mitarbeiter wurden aufgespürt und entlassen. Die Manager entließen 79 Arbeiter, die möglicherweise etwas mit Terrorismus zu tun hatten. Sie hatten sich als gewalttätige Gruppe verhalten und die Produktion gestört. Trotz juristischer Proteste blieb es bei den Entlassungen und bald darauf wurden Tausende von Linken von der Regierung verhaftet. Die Morde an den Fiat-Managern hörten auf. Doch Fiats Nöte waren damit nicht vorbei. Anfang der 1980er litt das Unternehmen immer noch unter hohen Arbeitskosten und die Gewerkschaftsführer kämpften weiter um hohe Löhne. Fiat benötigte eine Verringerung der Zahl seiner Beschäftigten. 1980 bereitete Fiat einen Plan vor, um 24.000 Arbeiter zeitweise von der Produktion zu suspendieren. Die Gewerkschaften weigerten sich, den Plan auch nur zu diskutieren. Sie wollten die Bedingungen nicht akzeptieren. Und nach langen Verhandlungen riefen sie einen Massenstreik aus. Sie begannen eine Revolution, doch es kam anders, als sie dachten. Die Angestellten, die Fiat gegenüber loyal waren, wollten, dass das Unternehmen wieder arbeitet und sie Geld für ihre Familien verdienen konnten. Sie initiierten eine eigene Demonstration. Sie protestierten gegen die Gewerkschaften und verlangten eine Wiederaufnahme der Arbeit. 40.000 Fiat-Angestellte marschierten durch die Straßen von Turin und sagten: Es reicht, wir wollen wieder arbeiten. Das war das Ende der omnipotenten Gewerkschaften bei Fiat. Dies änderte die öffentliche Meinung völlig. Die Gewerkschaften wurden gezwungen anzuerkennen, dass Fiat die Schlacht gewonnen hatte. Der Protest war ein Wendepunkt. Er schloss endgültig die Tür hinter der schrecklichen Periode der 70er Jahre. Fiat schaffte es wieder, profitabel zu werden.
Mitte der 1980er war die Belegschaft kleiner und die Produktion effektiv. Fiats Fließbänder wurden mit Robotertechnik gesteuert und die neuen Modelle verkauften sich gut. Gianni war auf dem Höhepunkt. Er schien nicht nur die öffentliche Meinung manipulieren zu können, sondern auch die italienische Regierung. Er war sehr sympathisch und viele Leute hielten ihn für so etwas wie den König von Turin. Aber Agnelli litt unter einem Stachel in seinem Fleisch. Und das war sein Investor Muammar Gaddafi, der libysche Diktator. Aufgrund der steigenden Aktien von Fiat aber wurden die Kosten für die Entfernung dieses Stachels immer höher. Mitte der 1980er blühte Fiat auf. Alles wurde produziert, von Autos bis zu Bulldozern, Zügen und Hightech-Waffen. Der Präsident von Fiat, Gianni Agnelli, war von Ronald Reagans Star-Wars-Programm fasziniert und hoffte auf militärische Aufträge. Aber es gab ein Hindernis. Die USA würden mit einem Partner von Muammar Gaddafi, dem man vorwarf, Terroristen zu unterstützen, keine Geschäfte machen. Und Gaddafi war einer der Hauptaktionäre bei Fiat. Im Dezember 1985 passierte es. Am El Al-Ticketschalter des römischen Flughafens Fiumicino erschossen 4 arabische Terroristen 16 Menschen und verwundeten 99 weitere. Eine Gruppe palästinensischer Terroristen tötete auf dem italienischen Flughafen Fiumicino Menschen und sorgte für Chaos. Sofort zeigte man auf Fiat, eine Firma, die so enge Beziehungen zur arabischen Welt hatte. Libyen wies jede Verantwortung zurück, feierte aber die Terroristen. Gaddafi musste gehen. Aber Fiats Aktien hatten einen Höchststand erreicht und so war es teuer, Gaddafi loszuwerden. Doch Gianni hatte an allen wichtigen Stellen Freunde. Er wandte sich an die staatliche Bank Mediobanca und bat um Hilfe. Es sollte angeblich der italienischen Regierung nützen. Aber in Wahrheit nützte es vor allem dem privaten Sektor. Und Hauptnutznießer war dabei die Familie Agnelli. Mit 1 Milliarde Dollar von Mediobanca und einer weiteren Hilfe durch eine deutsche Investmentbank konnte Agnelli Gaddafi auszahlen. Die 450 Millionen Dollar, die er investiert hatte, brachten ihm 3 Milliarden und 100 Millionen, sodass er selbst bei Abzug der Inflation einen Haufen Geld verdient hatte. Im selben Jahr konnte Gianni die italienische Regierung überreden, die staatliche Autofabrik Alfa Romeo an Fiat zu verkaufen und sie damit Ford Motors wegzuschnappen. Die Haltung der Agnellis war, was wir wollen, bekommen wir auch. Und was gut für uns ist, ist gut für Italien. Doch bei allem Verhandlungsgeschick, manche Aspekte des Lebens lagen jenseits der Kontrolle von Gianni Agnelli. Dazu gehörte die Beziehung zu seinem Sohn. Er zeugte diese Kinder nur und vergaß sie dann. Er dachte, sie würden dennoch zu Agnellis werden. Unglücklicherweise kam es anders. Der junge Eduardo litt sehr unter der häufigen Abwesenheit seines Vaters. Einmal rief Gianni zu Hause an. Es gab am Abend ein Spiel von Juventus. Und er sagte, Eduardo, ich hole dich ab zum Spiel. Natürlich freute sich Eduardo sehr. Er blieb alleine zu Hause und wartete auf seinen Vater. Doch der kam nicht. Er rief auch nicht an, um zu sagen, es tut mir leid, aber es ist etwas dazwischen gekommen. Als er erwachsen wurde, lehnte Eduardo trotzig den Lebensstil seines Vaters als materialistisch ab. Eduardo Agnelli interessierte sich mehr für Mystizismus als für den Bau von Autos. Er machte seinen Abschluss in Princeton, kümmerte sich nie um das Familiengeschäft und soll sich sogar überlegt haben, zum Islam überzutreten. Gianni erkannte traurig, dass Eduardo nie Präsident von Fiat werden würde. Und er bestimmte, dass Giovanni Alberto Agnelli, der älteste Sohn seines Bruders Umberto, die Führung übernehmen solle. Giovanni Alberto Agnelli wurde in den Vorstand von Fiat berufen
und galt als der Mann, der als Vertreter der vierten Generation der Agnellis nach 2000 der Präsident von Fiat werden würde. Er wurde mir als der aufgeklärteste, der amerikanischste Agnelli beschrieben, fast ein John F. Kennedy Jr. Der nächste Erbe würde Managerfähigkeiten brauchen, denn die Konjunktur der 1980er Jahre fing an abzuflauen. 1990 traf eine weltweite Rezession Fiat besonders hart und der Verkauf stagnierte. Noch heftiger trafen Fiat die durch die EU veränderten Marktbedingungen. Die Einführung des Euro war für die italienische Wirtschaft ein Schock, denn dadurch war Italien zum ersten Mal diesen sehr mächtigen Strömungen der Globalisierung ausgesetzt. Die Abschaffung der Zollschranken im gemeinsamen Markt veränderte die Konkurrenzverhältnisse und Fiats Marktanteil ging immer mehr zurück. Gianni Agnelli wurde alt und es war Zeit für frisches Blut. 1996, nach 30 Jahren in Fiats Vorstand, trat der 75 Jahre alte Gianni Agnelli zurück. Damit war der Weg frei für seinen Neffen Giovanni Alberto Agnelli mit dem Spitznamen Giovannino, der bereits Manager-Talente zeigte. Er kümmerte sich eine Weile um die Vespa-Fabriken. Er machte sie wieder zu einem Erfolg. Vespa ist jetzt wieder eine wichtige Marke bei den Motorrädern. Doch bevor Giovannino Fiat übernehmen konnte, erschütterte eine neue Tragödie Giannis Hoffnungen. Sein Neffe wurde schwer krank. Mit 33 wurde bei ihm Magenkrebs diagnostiziert und er starb. Die Zeit lief ab und der erschütterte Gianni suchte einen anderen Erben. Die falsche Wahl konnte die Zukunft von Fiat verdüstern. 1997 war der alternde Gianni Agnelli Ehrenvorsitzender einer angeschlagenen Firma. Fiat, Italiens größter Autohersteller, steckte in den roten Zahlen und der von Gianni bestimmte Erbe war unerwartet gestorben. Um das Unternehmen in der Kontrolle der Familie zu behalten, war es nötig, ein Familienmitglied zu finden, das die nötigen Talente hatte, die Firma zu führen. Einer der Augenblicke, bei denen Familienunternehmen Schwäche zeigen, ist der Übergang von einer Generation zur nächsten. Das ist der Moment, bei dem es zu heftigen Kämpfen kommen kann, bei dem das Vermögen zerstreut werden kann oder eine falsche Wahl getroffen wird. Giannis eigener Sohn würde den Job nie machen. Aber seine Tochter Margarita hatte zwei Söhne, John und Lapo. John Elkann ist zurückhaltend und ernsthaft. Er war immer der gute Sohn. Er ging aufs Polytechnikum und schloss als Klassenbester ab. Danach schickte ihn sein Großvater nach Amerika, wo er in New York bei General Electric arbeitete. Gianni berief den 21-Jährigen 1997 in den Fiat-Vorstand und versuchte, sich in eine Art Halbruhestand zu begeben. Dann traf ihn eine weitere persönliche Tragödie. Am 15. November 2000 setzte sich Giannis Sohn Edoardo in sein Auto, fuhr in den Süden von Turin zu einer hohen Brücke und sprang von dort in den Tod. Traurig begruben Gianni und Marella ihren einzigen Sohn auf dem Agnelli-Friedhof in Villa Perosa. Es war Giannis schlimmster Augenblick, denn es konfrontierte ihn mit dem größten Misserfolg im Leben eines Mannes. Und es drohte noch ein weiterer Misserfolg. 2002 befand sich Fiat auf dem Weg in eine Katastrophe. Nur ein Kredit von 3 Milliarden Euro konnte die Pleite verhindern. In diesem Moment größter Krise entdeckte man bei Gianni Prostatakrebs. Es war die schlimmste Strafe für einen Mann wie ihn, denn die Krankheit machte es ihm unmöglich zu reisen und er hasste es, untätig zu sein. Am 28. Januar 2003 erlag Gianni in seinem Haus in Villa Perosa seinem Krebsleiden. Am nächsten Tag wurde seine Leiche zur Fiat-Fabrik in Lingotto gebracht, wo ihm über 150.000 Menschen am Sarg die letzte Ehre erwiesen.
Es war ein nationaler Trauertag. Der Papst und der Premierminister hielten Gedenkreden und es gab ein riesiges Begräbnis. Mit dem Tod von Gianni Agnelli betrauerte das Land den Verlust des Mannes, den viele für den König Italiens hielten. Agnelli war der König der italienischen Gesellschaft, die eine charismatische Figur brauchte, um die königliche Familie zu ersetzen, die wir nicht hatten. Wir hatten keine Kennedys, keine Margaret Thatcher, keinen Ronald Reagan, keinen Charles de Gaulle, niemanden. Aber Agnelli konnte Italien in der Welt repräsentieren. Giannis Bruder Umberto wurde Präsident. Er wollte das Unternehmen führen, bis der junge John Elkann, der von Gianni bestimmte Erbe, es übernehmen konnte. Doch das sollte nicht lange dauern. Es gab eine weitere Tragödie. Auch Umberto starb an Krebs. Und John Elkann wurde zum Vizepräsidenten bestimmt. Und so kam 2004 ein junger, unerfahrener Agnelli-Erbe ans Ruder. Das Unternehmen, das er erbte, war ein Chaos. Der Besitz stand kurz vor dem Konkurs. Die Banken standen kurz davor, die größten Aktienbesitzer zu werden. Es gab kein Geschäftsmodell. Es war ein Chaos. In dem verzweifelten Versuch, das Unternehmen zu retten, engagierte John den in Italien geborenen und in Kanada ausgebildeten Sergio Marchione, um Fiat zu reorganisieren. Sie entwarfen einige Autos neu, sie schlossen ein paar der alten, unproduktiven Werke, sie modernisierten, bauten Stellen ab und verringerten die Kosten. Er revolutioniert die Dinge und ist fähig, den berühmten Umschwung zu schaffen, was niemand erwartete. Während John Elkann die Geschäftsstrategie überwachte, übernahm sein Bruder Lapo die Vermarktung und veränderte das Image des Unternehmens. Mit der Markteinführung des Grande Punto wurde Fiat zum ersten Mal in Jahrzehnten wieder eine heiße Marke. Durch den Grande Punto haben sie seit 2000 zum ersten Mal wieder Gewinne gemacht. Dann kam 2005 Lapos Überdosis. Nachdem er sich erholt hatte, ging er nach New York und startete sein eigenes Unternehmen, das Sonnenbrillen und Reiseaccessoires herstellt. Doch es scheint, dass das für Lapo kein großes Problem darstellt. Er scheint glücklich mit dem zu sein, was er gerade macht. Auch wenn er nicht im Unternehmen arbeitet, beeinflussen seine Visionen Fiat weiter. Lapo hatte eine gute Idee, wie man Fiats Cinquecento umbauen könnte. Der neue 500 ist vermutlich das größte Wagnis, das Fiat je auf sich genommen hat. Es ist ein Nostalgieauto, so etwas wie der VW Käfer. Der neue Cinquecento wurde 2007 mit einer spektakulären Feier vorgestellt. Es war eine Comeback-Party für das Unternehmen und eine Werbeveranstaltung für das neue Auto. Das schicke kleine Auto ist bereits ein Erfolg. Alle reden über den Cinquecento. Die Zeitschriften sind voller Fotos von ihm. Die Titelseiten der Zeitungen und Wochenblätter berichten über die Agnellis. Das bedeutet etwas für Italien, glaube ich. Wir hätten vor 3 oder 4 Jahren Fiat-Aktien kaufen sollen, als sie im Keller waren, bei 3 oder 4 Euro. Jetzt sind sie um 600% gestiegen. Fiat, das Symbol der italienischen Industrie, schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Zeit wird zeigen, ob John Elkann das Geschäftstalent seiner Vorfahren hat. Doch sicher ist, dass die Zeiten sich geändert haben und die Agnellis mit ihnen. Die Agnellis sind die wichtigste Familie des italienischen Kapitalismus. Sie hatten immer eine beherrschende, ja hegemoniale Position, auch kulturell. Und sie waren unglaubliche gesellschaftliche Ikonen. Doch heute müssen sie eine neue Seite aufschlagen und der Zukunft ins Auge blicken. Was immer die Zukunft bringt, der Name Agnelli wird immer für Fiat stehen. Und Fiat für italienische Erfindungsgabe und Unverwüstlichkeit. Fiat ist das Paradigma, die Metapher für Italien. Wenn man denkt, sie sind erledigt, dann kommen sie zurück. Das macht sie so faszinierend.